Hallihallo, hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem wöchentlichen Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, wenn er sich seine Liebesgeschichte angucken möchte oder auch einfach nur einen Gegenüber, der ihm wichtig ist. Wir haben heute, ich habe wie immer drei Stapel, wovon man sich ein oder mehrere aussuchen darf. Und wie immer habe ich ein Thema und heute das Thema ist im Spiegel. Ich dachte, das ist mal wieder Zeit, im Spiegel zu gucken. Und zwar geht es um eine Gegenüberstellung von dir und deinem Herzmenschen oder einem anderen Gegenüber, das du dann bitte reinbringst. Und wir schauen uns an, wie du deinen Gegenüber wahrnimmst und was er tatsächlich fühlt, denkt und ist. Und wie dein Gegenüber dich wahrnimmt und was du tatsächlich fühlst oder bist. Und ich lege auch nicht fest, also ich mache dann so eine Gegenüberstellung und ich lege nicht fest, wer du bist und wer dein Gegenüber ist. Ich sage dann, weiß ich nicht, A und B oder wie auch immer, ich weiß noch nicht, wie ich es tituliere. Du kannst dann selber im Vorfeld festlegen, wer du bist und wer dein Gegenüber bist oder im Laufe der Legung, weil du dann vielleicht spürst, okay, das bin mehr ich, das ist mehr mein Gegenüber. Du kannst es nehmen, wie du willst. Wichtig ist, dass du im Vorfeld dir überlegst, wer dein Gegenüber ist. Es kann natürlich dein liebes Herzmensch sein, also der dir sehr am Herzen liegt, mit dem du eine Liebesgeschichte leben möchtest oder auch schon lebst. Es kann aber auch ein anderer Gegenüber sein, ja, du, der dir irgendwie auch am Herzen liegt. Du kannst jetzt reinbringen, was du willst. Du kannst auch verschiedene Stapel für verschiedene Gegenüber nehmen, zum Beispiel, ne? Das geht auch. Und genau, so mache ich das. Und wenn du Lust hast mitzumachen, bist du herzlich eingeladen. Und ich stelle kurz die Decks vor. Das ist der Stapel Nummer 1, das ist das Aquarian Tarot. Der Stapel Nummer 2, das ist das Robert Hansen Tarot. Und der Stapel Nummer 3, das ist das Morgan Greer Tarot. Alles alte Decks. Und die verlinke ich auch wieder alles unten in der Textbox, wer Interesse hat. 1, 2 oder 3, du darfst dich jetzt entscheiden. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, ihr Lieben, vom ersten Stapel, das ist jetzt das Aquarian Tarot. Fragen wir das mal, was es euch dir sagen möchte, was ihr euch gegenseitig spiegelt, beziehungsweise wie ihr euch gegenseitig wahrnehmt, dein Gegenüber und du. Du kannst jetzt deinen Herzmenschen reinbringen, der dir sehr am Herzen liegt, also liebesgeschichtenmäßig. Du kannst aber auch einen normalen Herzmenschen oder Gegenüber reinbringen. Du kannst auch die verschiedenen Stapel für verschiedene Menschen nutzen, ja. Und ich lege das jetzt so, dass ich nicht bestimme, wer da jetzt wer ist. Das darfst du selber entscheiden. Ich nenne die linke Seite A und die rechte Seite einfach mal B. Und wir gucken jetzt, was die jeweilige Wahrnehmung ist von A und von B, ja, bezüglich dem Gegenüber. Die wollte raus. So, und ich lege jetzt aber auch noch die oberste und unterste Karte für die Verbindung, habe ich so gerade überlegt. So, gucken wir mal, wie B A wahrnimmt. Okay, B nimmt A so wahr, dass er schon Gefühle hat, die er am liebsten auch zeigen würde, aber er zeigt sie nicht. Er macht sich selber was vor, er belügt sich, er belügt B. Und er ist aber selbst noch in einer Situation, wo er sich wohlfühlt und wo er eigentlich nicht raus möchte. Also vielleicht ist er Single und möchte noch sein Single-Sein noch nicht so aufgeben. Oder er ist sehr viel mit der Arbeit beschäftigt. Vielleicht ist er aber auch noch in einer Verbindung. Also er ist irgendwo in irgendeiner sehr materiellen Geschichte, wo er sich eigentlich noch wohlfühlt, die er sich aufgebaut hat, da steckt er noch drin. Aber er hat Gefühle, die er aber nicht ehrlich zeigt. Ja, er ist weder ehrlich zu sich selbst noch zu dem anderen. So nimmt B A wahr. So, jetzt gucken wir mal, wie A, B wahrnimmt. A nimmt B folgendermaßen wahr. Er nimmt ihn schon als sehr sonnigen Menschen wahr und dass er eben auch Gefühle hat und zu der Verbindung steht.
Aber er ist sehr überfordert, die Verbindung irgendwie voranzubringen oder sich einzubringen. Und er kämpft, also er ist noch im Streit mit sich selbst, beziehungsweise im Außen ist er noch im Kampf. Also er kämpft noch gegen sich selbst oder mit jemand anderem diskutiert er rum oder vielleicht auch mit dem B, mit dem A, das weiß ich jetzt nicht. Er ist auf alle Fälle, wird er wahrgenommen, dass er nicht im Gleichgewicht ist und dass er überfordert ist, dass er viel zu viel Verantwortung übernimmt für alles und nichts und er aber eigentlich die Beziehung, also positiv der Beziehung gegenübersteht und vielleicht sogar auch Gefühle hat. Das wird jetzt aber nicht deutlich angezeigt mit den Gefühlen. Die Sonne ist natürlich auch Liebe, aber er kämpft noch dagegen. Er kämpft gegen diese Gefühle. So nimmt, weil er überfordert ist, so nimmt A B wahr. Im Endeffekt sind es ähnliche Geschichten, wobei A eher so drauf ist, dass er nicht sich belügt, weil er eben noch in was drinsteckt, was ihm im Moment noch wohltut. Und bei B ist es eher so, er kämpft gegen diese Geschichte. Er kämpft nicht dagegen, er belügt sich einfach nur. Ne? So, was haben wir denn hier noch für die Verbindung? Ich habe jetzt irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Wir haben die 6 der Stäbe und wir haben die 6 der Pentakel. Wow. Also die Verbindung ist eigentlich in einem sehr guten oder möchte eigentlich gelebt werden, sagen wir es mal so. Ihr seid auf Augenhöhe im Prinzip, obwohl im Moment nicht, weil ihr euch gegenseitig ja, weil ihr beide nicht zu dieser Verbindung steht, also zumindest wird es so wahrgenommen. Und sie kann auch erfolgreich gelebt werden. Ihr nehmt euch wahrscheinlich nicht so wahr, wie ihr euch wahrnehmen solltet. Also ich gucke jetzt mal, was hier noch andere Karten sagen, wie das jeweils aussieht, tatsächlich aussieht bei dem jeweiligen. Vielleicht sollte ich was trinken. Dann schlucke ich den Frosch runter, der in meinem Hals hängt. So. Warte mal, das waren jetzt aber zu viele. Ach. Hier wollte jetzt aber eine mehr raus und dann tun wir hier auch noch eine mehr raus. Ach, weißt du was, dann legen wir die jetzt auch noch hier hin. So. Wie fühlt sich denn A wirklich? A hat 6 der Münzen und 8 der Schwerter. Die liegt auch noch unter der 7 der Schwerter und die 2 der Kelche. Ja, wir haben hier nochmal die 6 der Münzen, die haben wir schon hier. Und wir haben die 2 der Stäbe. Also, die Gefühle sind tatsächlich da. Er möchte eigentlich die Verbindung leben. Er fühlt sich auch mit dir. Er hat Sehnsucht nach dir, er fühlt sich auch mit dir, sagen wir mal so, auf Augenhöhe. Also hier ist schon so eine etwas, also er fühlt auf alle Fälle auch eine Tiefe, aber er kann nicht raus. Er kann im Moment nicht raus aus seiner, weiß ich nicht, wo er drin hängt. Er ist sehr im Kopf, er lässt die Gefühle nicht wirklich zu und er ist gerade noch in einer sicheren Umgebung hier, ja, die ihm Sicherheit gibt. Das ist so ein bisschen auch hier die 9 der Pentakel, wo er sich im Prinzip auch wohlfühlt. Und er guckt aber immer wieder aus dieser Situation raus und möchte eigentlich mit dir zusammen sein. Also das sind jetzt natürlich, das ist jetzt hier eine Legung für jemanden, der, würde ich sagen, wo die Verbindung noch nicht gelebt wird, ja, in der irdischen Welt. Im Prinzip wird er auch so wahrgenommen, außer dass die Wahrnehmung so ist, dass er sich selber belügt und betrügt und eben dann auch den Gegenüber. Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass er nicht raus kann. Dass er, das ist natürlich auch sowas wie Selbstbetrug. Im Prinzip ist es ja identisch, was die Wahrnehmung ist und was tatsächlich in diesem Menschen vorgeht. Wie ist es bei B? Da haben wir die Königin der Stäbe, die 2 der Münzen, den Eremiten und den Ritter der Münzen. Ja, auch hier haben wir wieder eigentlich die gleiche Wahrnehmung.
Naja, er möchte, also der B möchte eigentlich das Leben mit der Königin der Stäbe, aber er ist noch hin und her gerissen. Er kann sich noch nicht so entscheiden, er weiß nicht, welchen Weg er gehen soll, deswegen hat er sich vielleicht auch zurückgezogen. Ist aber gerade wohl dabei, sich auch zu spüren und zu gucken, was da los ist. Und er braucht seine Zeit, auf alle Fälle. Ja, das ist das, wie es dem B geht. Das ist auch so ein bisschen so, wie er wahrgenommen wird, nicht hundertprozentig, aber eben auch, er zeigt sich ja eben nicht. Er wird so wahrgenommen, er möchte sich zeigen, er möchte die Liebe zeigen, aber er zeigt sie nicht, weil er eben auch im inneren Konflikt ist und im äußeren Konflikt und weil er überfordert ist. Und er ist letztendlich auch überfordert hier mit der 2 der Münzen. Ne? Die Wellen sagen mir, er ist emotional sehr aufgewühlt und er kann sich im Moment nicht entscheiden, welchen Weg er geht. Er würde gerne auf A Zug gehen, aber er ist jemand, der dafür etwas länger braucht. Mit dem Eremiten und auch dem dem Ritter der Münzen, genau. So, wir haben hier noch den Magier und die Herrscherin. Also wir haben hier wirklich sehr positive Karten bezüglich der Verbindung. Die liegen ja mehr so bei ihm, die liegen mehr so bei ihm. Also ich würde sagen, die Verbindung hat auf alle Fälle Potenzial und sie möchte gelebt werden. Es gilt jetzt wirklich, sich zu trauen, die Entscheidung zu treffen für den anderen. Je nachdem, wer du jetzt bist, aus dem Kino rauszugehen und aus dem selbstgemachten Gefängnis rauszugehen. Die Karte sagt, hier ist der Schlüssel und du sperrst dich selber ein mit deinem Gedankenkino. Hör auf das Herz. A, wenn du A bist, hör auf dein Herz und geh, weil B ist eigentlich auch bereit, aber er braucht noch Zeit. B braucht noch Zeit. Wenn du B bist, nimm dir die Zeit, lass dich nicht verwirren. Gib vielleicht ein paar Signale immer mal an A, dass du Interesse hast, aber wenn du noch nicht bereit bist, dann ordne erst mal deins. Das gleiche gilt natürlich auch für A. Ordne erst mal deins und gib vielleicht auch ein paar Signale, wenn du das möchtest. Also die Verbindung an sich hat ein Riesenpotenzial. Die 6 der Münzen kann natürlich hier auch anzeigen, dass ihr im Moment es nicht im Gleichgewicht ist und ihr euch nicht den Raum gibt, dass ihr das wachsen lasst. Ja, also ihr solltet euch den Raum geben, diese Verbindung wachsen zu lassen, dass jeder erstmal sein Ding bearbeiten kann und ins Gleichgewicht kommen kann. Und dann kann das Ganze auch magisch und wieder in die Magie kommen kann. Und dann kann das Ganze auch wirklich auch tatsächlich gelebt werden. Wir haben hier Drama, also wir haben hier die Herrscherin und den Löwen, den Merkur und den Löwen, sorry, und den Mond und den Steinbock. Also, der sagt mir so ein bisschen, dass die Gefühle nicht wirklich gezeigt werden. Das ist jetzt hier nicht so adäquat von dem Bild hier, weil Mond im Steinbock ist auch oft eine Blockade, dass Gefühle gezeigt werden. Und der Merkur im Löwen, weiß ich jetzt nicht, warum es Drama heißt. Ich brauche noch eine Karte. Ups, Decision, ja, das hatte ich nämlich gerade gedacht. Wir haben den Mars in den Zwillingen nochmal und der Merkur ist ja auch sehr viel Verstand. Ich glaube, ihr seid sehr im Verstand, das sagen mir hier auch die Schwerterkarten. Und seid sehr in dem, was ihr jetzt lebt und ihr, ja, da ist man ja sehr im Verstand, ne? Das ist so der innere Krieg. Und das löst letztendlich auch das Drama aus, weil der Löwe, der möchte eigentlich vorwärts gehen. Das ist so hier die Sonnenenergie, der möchte vorwärts gehen. Und ihr solltet euch jetzt beide entscheiden, wirklich auch für die Gefühle. Erstmal die Entscheidung, ja, ich will das. Und dann gucken, wann bist du bereit, wann bist du im Gleichgewicht und dann kannst du auf denjenigen zugehen. Weil die Gefühle sind gerade sehr blockiert vom Außen. Das ist die Legung, das ist eure Verbindung. Die Gefühle sind blockiert vom Außen. Bei jedem ist es ein bisschen anders, aber es ist schon sehr ähnlich jeweils. Und ihr nehmt euch auch relativ richtig wahr, weil was hier unten jeweils liegt, ist fast identisch. Also es spiegelt schon so das wider, was auch wahrgenommen wird. Also die Wahrnehmung von euch beiden ist,
ich sag mal so, fast in Anführungsstrichen, so wie man, richtig wollte ich jetzt sagen, so wie derjenige tatsächlich drauf ist, ja. Und wenn ihr die Verbindung leben wollt, würde ich euch Zeit geben und jeder bei sich erstmal gucken, ins Gleichgewicht kommen, rausgehen aus dem Kopfkinodrama und aus der Blockade und wirklich auch eine ganz klare Herzensentscheidung treffen. Und aber erstmal die Entscheidung treffen. Das heißt nicht, dass man direkt auch schon loslegen soll. Ja, einfach erstmal die Entscheidung treffen für das Herz. Das ist die Legung. Ja, spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann wünsche ich dir viel Glück, dass du das schaffst. Wenn nein, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, wenn du noch eine private Lesung haben möchtest, von mir darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer, da findest du meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Gebt euch Zeit, sende Signale, aber gebt euch jeweils Zeit. Tschüss. Wenn du das willst. Wenn du das willst, natürlich. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Ist immer auch so. Genau. Tschüss. Hallo, ihr Lieben, vom zweiten Stapel. Das ist jetzt das Robert Hansen Tarot. Und fragen wir das mal, was es uns zu sagen hat, wie ihr euch gegenseitig wahrnehmt. Du und dein Gegenüber, dein Herzmensch. Du kannst jetzt alles reinbringen, was du willst. Deinen wirklichen Herzmenschen, der dir dein Wunschpartner, wie auch immer du das nennst. Du kannst aber auch einen anderen Gegenüber reinbringen, der dir am Herzen liegt. Du kannst dann auch verschiedene Stapel verwenden, ne? Habe ich am Anfang schon gesagt. Und ich werde das jetzt so machen, dass das A und B nenne und ich nicht festlege, wer du bist und wer dein Gegenüber ist. Das darfst du dann selber entscheiden. Du solltest jetzt einfach erstmal den Gegenüber reinbringen, also den Herzmenschen, und dann guckst du einfach, wer bist du und wer ist dein Gegenüber? Oder du kannst es natürlich auch vorher schon festlegen. Und wenn du aber merkst, dass du mit dieser Legung nicht konform gehst, ne, dann leg sie weg. Also spür genau hinein, ob das eure Energie ist. Das ist schon mal ganz wichtig. So, und ich habe jetzt hier gelegt A, also das, was wie B A wahrnimmt und das, wie A B wahrnimmt, ja? Also ich nenne es A und B, die Personen. Und hier oben habe ich nochmal für die Verbindung gelegt. Also, wie nimmt B die Person A wahr? Also, wir haben hier, was haben wir denn hier? Die Hohepriesterin, den Pagen der Kelche. Und wir haben nochmal, hatten wir eben schon, die Sieben der Schwerter. Also, B nimmt A so wahr, dass er wirklich ein sehr intuitiver, sehr sensitiver Mensch ist, der auch Gefühle hat. Für B, aber die zeigt er nicht wirklich. Also er traut sich die nicht, sie so zu zeigen. Er macht da noch so ein Geheimnis drum, so ein bisschen, aber die Gefühle sind tief, das nimmt er wahr und er traut sich eben nicht, das flutscht hier rum, die Gefühle auch zu zeigen und belügt sich eigentlich selbst ein Stück weit. Ja, so also er redet oder er agiert um den heißen Brei herum. Ja. Er kommt nicht zum Punkt, was wirklich seine wahren Gefühle sind. So nimmt B, die Person B, Mensch A wahr. So. Mensch A nimmt Mensch B folgendermaßen wahr. Er ist in einem, ja, dass er, oh, dass es ihm gar nicht gut geht. Dass er mit der Situation anscheinend, mit der Verbindung nicht klarkommt. Und dass er vielleicht sogar auch glaubt, die Verbindung ist beendet. Und dass er am liebsten rausgehen würde aus der Verbindung. Das ist die Wahrnehmung, die A von B hat. Also, dass er am liebsten rausgehen will aus der Verbindung. Und dass ihm das aber auch Kopfschmerzen bereitet, dass ihm das nicht gut tut. Im Prinzip nimmt er den B so wahr, dass er die Beziehung beendet hat, er aber Schwierigkeiten hat mit dieser Beendigung der Beziehung oder der Verbindung, ja? Das ist schon sehr heftig. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch für Karten nehmen. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir das Deck hier. Ich weiß es gar nicht. Ja.
Gucken wir noch mal, was tatsächlich so ist bei A und bei B. Ach so, ich habe gar nicht geguckt, wo die Verbindung gerade steht. Oh, wir haben hier aber schöne Karten. Wir haben die Sonne und wir haben die Königin der Pentakel. Was bedeutet, diese Verbindung ist auf alle Fälle dazu, also da hat die Veranlagung oder möchte im Prinzip gelebt werden. Die möchte gelebt werden. Hier ist anscheinend eine, hier, also was die Wahrnehmung, bei der Wahrnehmung fühlt sich so an, als ob ihr nicht ehrlich miteinander kommuniziert. Das fühlt sich so an. Ich meine, hier haben wir ja auch eine Unehrlichkeitskarte und dass dadurch eben so ein Drama passiert, weil hier auf der Seite wird Drama wahrgenommen. So, wie ist es denn jetzt tatsächlich bei dem jeweiligen? Oh, da haben wir jetzt, oh, da liegen, ja gut, da nehmen wir es doch gerade so. Das ist ja jetzt echt interessant. Was haben wir denn hier? Dann haben wir hier auch vier Karten. Die hatten wir auch schon so bei dem 6 der Münzen, 8 der Schwerter, nee, 8 der Stäbe, sorry. 9 der Stäbe, 6 der Münzen, den Buben der Schwerter und die Königin der Münzen. Haben wir jetzt noch alles auf der Kamera drauf, ja. Also hier ist es so, das ist jetzt schwierig, also die Gefühle sind mit der 6 der Münzen auf alle Fälle da. Das ist für mich auch eine Karte, wo es um Augenhöhe geht, wo es um, wir haben, das ist ja auch wunderbar dargestellt, wir haben hier 3 Münzen, hier 3 Münzen, es möchte gelebt werden. Aber auch mit der Königin der Münzen, die ja auch eine Herzensfrau ist und die sehr irdisch ist, es könnte sein, dass er wirklich nicht authentisch, also die Gefühle sind da, aber er traut sich nicht, die Gefühle zu zeigen, Mensch A, und wirklich klar auszudrücken, um was es geht. Ja? So, was haben wir jetzt hier? Wir haben die 7 der Münzen, das Schicksalsrad. Das Ass der Stäbe und den Eremiten hatten wir schon in der ersten Legung. Das ist ja echt total irre. Ja. Diesem Menschen geht es so, er hat sich zurückgezogen. Er hat sich zurückgezogen. Es ist nicht so, dass er die Beziehung beendet hat, sondern er hat sich zurückgezogen. Er fühlt auf alle Fälle was mit dem Ass der Stäbe und er möchte die Verbindung auch leben. Aber im Moment braucht er noch seine Ruhe. Er lässt es noch wachsen. Er muss erst noch mal gucken. Er hat sich noch, ja, eigentlich, er hat sich noch nicht so ganz entschieden, in diese Verbindung reinzugehen. Aber er möchte sie leben, auf alle Fälle. Und die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Die Wahrnehmung ist, dass er die Beziehung beendet hat oder die Verbindung. Aber das hat er nicht. Er hat sich einfach nur zurückgezogen, weil er Klarheit braucht. Weil er das Ganze erstmal spüren möchte mit der 6 der Münzen. Weil er erstmal, ja, er braucht erstmal den Raum, um das Ganze zu verarbeiten sozusagen. Aber er möchte es leben, auf alle Fälle. Hier ist es so, ja. Also eigentlich spiegelt wie es A geht, schon auch wieder, wie er ein bisschen wahrgenommen wird. Ne? Er traut sich nicht raus, er traut sich auch nicht authentisch zu sagen, um was es geht, weil das wäre dann auch hier die 7 der Schwerter der Wahrnehmung. Hier ist die Wahrnehmung fast identisch mit dem, wie es tatsächlich A geht, aber hier ist die Wahrnehmung komplett unterschiedlich. Hier wird wahrgenommen, es ist vorbei und ihm geht es aber nicht gut damit. Aber es ist nicht vorbei, er hat sich einfach nur zurückgezogen. So, und ich wollte ja auch hier immer noch, hatte ich ganz vergessen, die oberste und die unterste ziehen. Wir haben hier den Narren und wir haben die Königin der Stäbe. Also die Verbindung ist auf alle Fälle so angelegt, dass sie gelebt werden möchte. Ja, was ihr jetzt daraus macht, ist natürlich eine andere Geschichte. Ob ihr das auch leben wollt oder ob ihr es schafft, ist eine andere Geschichte. Aber die Verbindung an sich ist so ausgelegt, dass sie gelebt werden möchte. Und vielleicht solltest A, ich weiß jetzt nicht, ob du A bist, sich mal die Mühe machen,
hinter den Kulissen zu schauen bei B, in B erstmal in Ruhe lassen und sich vielleicht auch ein Stück weit aber auch trotzdem zu öffnen. Also nicht irgendwie jetzt mit einem fetten Liebesbrief oder so, sondern einfach mal so ein paar Signale geben, dass da Gefühle sind. Ja? Ich lege jetzt hier nochmal. Und zwar mit dem Deck hier. Also heute habe ich ein Theater mit den Karten, die hier so rausflutschen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir jetzt einfach mal die alle, die hier raus. Wir haben die zwei der Kelche, wir haben die Königin der Schwerter und wir haben... Ja, also wirklich, hier sind Gefühle, aber A traut sie sich definitiv nicht zu zeigen. Also die Wahrnehmung ist schon richtig von B. Vielleicht sollte, also wenn du B bist, solltest du vielleicht A ein paar Signale setzen. Das habe ich auch schon in der ersten Legung gesagt, damit A weiß, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass du dich einfach nur zurückgezogen hast. Und wenn du A bist, solltest du vielleicht auch ein paar Signale setzen, dich ein bisschen mehr öffnen. Aber nicht überschwängliche Signale, dass der, weil er hat sich ja zurückgezogen, sondern einfach dich öffnen. Ja? Dich öffnen. Weil hier ist es angelegt, hier ist wirklich angelegt, die Verbindung zu legen, zu leben. Wir haben hier die Sonne, wir haben die Königin der Pentakel, wir haben die Königin der Stäbe. Wir haben... Den Narren, ja, der natürlich auch immer wegrennt. Also ihr rennt gerade von der Verbindung weg, sage ich mal, obwohl eigentlich die Verbindung gelebt werden möchte. Das sind mir aber jetzt hier zu viele. Ich weiß nicht, warum so viele rausflutschen. Vielleicht flutscht auch noch mal eine oder zwei raus. Mein Hund hat hier gerade ein Thema, weil ich meine Füße unterm Tisch habe und da liegt nämlich auch der Korb. Aber er kann sich ja überall woanders noch hinlegen. Na komm, will noch eine Karte raus. Bitte, 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 bitte. Zeig uns noch mal was. Oder wenn nicht, dann ziehe ich jetzt eine. Ich nehme die obersten drei. So. Wir haben den Saturn und die Waage. Den Mond und den Widder. Und wir haben die Venus und die Waage. Ja, hier ist die Unentschiedenheit. Die ist ganz klar hier auch sichtbar. Bei beiden eigentlich ein Stück weit. Hier ist die Unentschiedenheit größer als hier. Hier ist eigentlich mehr so, dass das gefühlt und geschaut werden möchte. Devotion ist ja immer so ein bisschen auch... also der Saturn und die Waage... Sagt mir jetzt so ein bisschen, das wird ein bisschen abgeblockt, weil der Saturn ist ja auch einer, der gerne abblockt und die Waage ist eine, die ja gerne in die Verbindung, also das ist ja die Verbindung an sich und die Harmonie. Ja, es wird abgeblockt im Moment und hier Mond im Widder, eigentlich möchte es gelebt werden mit dem Widder, ja. Die Gefühle möchten eigentlich ausgedrückt werden auf beiden Seiten, das ist auch sehr deutlich sichtbar. Auf beiden Seiten möchten die Gefühle ausgedrückt werden, aber es funktioniert noch nicht, weil Unsicherheit da ist. Weil Unsicherheit da ist und weil Zweifel da ist und weil man sich nicht sicher ist, ob man den Weg gehen möchte. Es ist Unsicherheit bei beiden selbst. Will ich das überhaupt? Aber es ist auch Unsicherheit, was ist mit dem anderen? Ne? Also diese Geschichte. Und deswegen ist da eine ganz große Geschichte, dass man sich nicht entscheiden kann. Und vielleicht liegt es auch hier dran, wenn dir das jetzt wichtig ist, sich wirklich erstmal für die Verbindung und für die Gefühle zu entscheiden, für sich selbst erstmal und dann vielleicht ein paar Signale zu setzen, weil ihr beide wollt eigentlich die Gefühle leben hier mit dem Mond im Widder, ja. Und ja, das ist, das spiegeln auch beide Seiten so ein Stück weit wieder. Man will es leben, aber er braucht noch Zeit, du traust dich oder er traut sich nicht, er braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ja, genau, das ist die Legung. Spür hinein, ob es deine Legung ist, ob es deine Energie ist, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Und wenn dir die wenn das deine Legung ist und dir die Verbindung jetzt wichtig ist, dann rate ich dir, egal welche Seite du bist,
Entscheide dich erstmal für deine Gefühle, lass sie erstmal zu und setz kleine Signale, dass du eben offen bist, dass du dich öffnest, dass du jetzt bereit, dass du dich bereit machen willst, damit der andere das auch sieht, ja, weil hier wird tatsächlich sehr, sehr diffus wahrgenommen auf der Seite zum Beispiel, ne? Und dann hat die Verbindung auch eine Möglichkeit, tatsächlich gelebt zu werden, ja. Nicht wegrennen, sondern sich dafür entscheiden, wenn es dir wichtig ist. Wenn es dir nicht wichtig ist oder wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock drauf, dann musst du das natürlich nicht tun. Ja. Und wenn es nicht deine Legung ist, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, wenn du noch eine private Lesung haben möchtest von mir, darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Du kannst dir auch gerne noch die erste Legung angucken, die ist ähnlich. Wenn du nicht so ganz konform mit dieser gehst, ist es vielleicht auch die erste Legung. Die ist sehr ähnlich, aber nicht hundertprozentig. Tschüss. So, ihr Lieben vom dritten Stapel, das ist jetzt das Morgan Greer Tarot. Wollen wir mal gucken, was es uns zu sagen hat bezüglich, wie ihr euch gegenseitig wahrnimmt. Und zwar du und dein Herzmensch oder einfach auch nur ein Gegenüber. Du kannst jetzt nehmen, wen du willst. Du kannst deinen Herzensmensch nehmen. Du kannst aber auch jemanden nehmen, der dir, ja, einfach nur ein Gegenüber und gucken, was da los ist. Ne? Und ich mache eine Gegenüberstellung, wie ihr euch jeweils wahrnimmt und was tatsächlich bei dem jeweiligen los ist, ja. Und ich benenne es A und B, das heißt, du solltest dann selber entscheiden, wer bist du und wer ist dein Gegenüber. Ich entscheide das nicht. Und du solltest aber, was jetzt wichtig ist, auf alle Fälle jemanden, eben einen Menschen in die Legung reinbringen. Das solltest du jetzt im Vorfeld schon entscheiden. Alles andere kannst du während der Legung intuitiv gucken, was stimmt. Du solltest sowieso gucken, was stimmt und was nicht stimmt oder ob du konform gehst. Und wenn du merkst, dass das nicht deine Legung ist, dann leg sie weg, weil das ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Und genau, dann suchst du dir halt eine andere Legung aus, bei mir oder bei jemand anderem. Ich habe ja schon öfter mal solche Wahrnehmungslegungen, glaube ich, gemacht, auf alle Fälle. So, hier haben wir A. B nimmt A folgendermaßen wahr: Page der Schwerter, 4 der Stäbe und 10 der Kelche. Also B nimmt den Mensch A so wahr, dass er innerhalb von der Verbindung, in der ihr seid, dass er sich wohlfühlt, dass er auch zuversichtlich ist, dass er liebt, dass er dich liebt und also nicht dich, sondern den B liebt und dass er glücklich ist und dass er auch seine ganzen Inspirationen und alles, ja, dass er sich eigentlich auch relativ authentisch in diese Verbindung einbringt, ja. So nimmt B A wahr. Also eigentlich recht positiv. A nimmt B folgendermaßen wahr. Oh, wir haben ja den König der Schwerter, den liebe ich in diesem Deck. Dass er seine Gefühle vielleicht nicht so ganz zeigt. Und deswegen, das bleibt heute nicht hier liegen, deswegen, ich würde sagen, B hat Gefühle, aber er zeigt sie nicht. Also die Wahrnehmung ist, dass A wahrnimmt, dass der B die Gefühle nicht zeigt, dass er sie vielleicht aber hat, aber er ist sehr, wie soll ich sagen, man kommt nicht an ihn ran, ja, man kommt nicht an ihn ran, weil er sich nicht klar zeigt mit dem Mond, ja, er zeigt sich verworren. Vielleicht zeigt er mal ein bisschen Gefühle und vielleicht eben auch nicht und das ist sehr verworren. Und deshalb nimmt A wahr, dass B vielleicht eben aus der Verbindung aussteigen möchte, ja, mit dem Tod. Genau, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Wahrnehmung in der zweiten Legung. Der will nicht liegen bleiben, dann bleibt es eben so. Ach so, wir haben ja noch für die Verbindung gelegt. Wir haben hier die 7 der Schwerter und wir haben den Ritter der Stäbe. Also die Verbindung, das ist sehr spannend, weil er geht in die Richtung und er in die Richtung. Die Verbindung möchte gelebt werden. Aber ihr seid nicht ehrlich miteinander.
Und das ist vielleicht dann eben B. B ist nicht ganz ehrlich. B zeigt seine Gefühle nicht. Vielleicht zeigt A auch nicht so hundertprozentig die Gefühle und wird wahrgenommen, aber der Ritter der Schwerter ist für mich eigentlich einer, nee, der Page, der neugierig ist und neugierig, also ja, die Wahrnehmung ist schon so, wie ich es vorher gesagt hatte. Neugierig geht er, er wird neugierig wahrgenommen, er möchte in die Verbindung reingehen, er möchte die Verbindung leben. So nimmt B A wahr. Ja, der Mensch B nimmt den A so wahr. So, jetzt gucken wir mal, was tatsächlich bei A los ist. Was ist denn tatsächlich bei A los? Auch hier wollten, die wollte eben noch raus. Und die. Hier nehmen wir jetzt auch 4. Der Hierophant. Was ist denn das? 3 der Stäbe, Ritter der Schwerter und der Stern. Also dieser Mensch hier, A, der möchte die Verbindung unbedingt leben. Er sieht auch eine Zukunft in dieser Verbindung. Er spürt die Verbindung, er spürt den Gegenüber und er möchte die auch in die irdische Welt bringen. Und er ist gerade so enthusiastisch mit dem Ritter der Schwerter, dass er sich, also er muss sich sehr zurückhalten, damit er da nicht so reinspurtet. Und er wird wahrscheinlich auch zurückgehalten von der Wahrnehmung, die er eben von B hat, weil B ja eben seine Gefühle nicht zeigt. Ne? Ja, und das ist das, wie es ihm geht. Also hier sind auf alle Fälle... Ja, es wird schon so ein bisschen, also A fühlt das, was letztendlich auch B wahrnimmt. Also das ist auch relativ identisch, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal bei B, wie es B tatsächlich geht. Wie geht's denn B, liebes Deck? Dessen Namen, das keinen Namen hat. Das ist das Chibo-Deck, so habe ich es genannt, weil es das mal bei Chibo gab. Okay. Will noch was raus. Oh, das waren jetzt aber sehr viele. Und dann haben wir hier noch was. Genau. Ups, jetzt fällt das runter. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben die 10 der Schwerter. Die liegt unter dem Mond sozusagen. Die Gerechtigkeit, die Münzen und die 5 der Kelche. Also bei dem, also der B ist nicht im Gleichgewicht, überhaupt nicht. Bei ihm ist was zu Ende gegangen, was ihm noch schmerzt, was er noch nicht loslassen kann, ja. Und deswegen ist er auch nicht greifbar. Deswegen ist er von A auch nicht greifbar. Er hat noch was zu verarbeiten. Er ist nicht im Gleichgewicht. Und der Tod bedeutet vielleicht, ja gut, er nimmt, das ist ja die Wahrnehmung von A. Und er möchte das aber eigentlich schon leben hier. Das möchte ich jetzt aber auch nochmal klären. Dann nehmen wir aber nochmal die Karten. Auch der Hierophant. Das haben wir. Nee, das ist zu viel. Also er hat auf alle Fälle tiefe Gefühle für dich. Und der Hierophant ist für mich auch immer einer, der, das sieht man gar nicht mehr jetzt, ich bin zu weit. Der Hierophant ist für mich auch immer einer, der eben angebunden ist, der was spürt und das auch gerne in die irdische Welt bringen möchte, ja. Und er hat auf alle Fälle Gefühle, aber er macht sich gerade noch was vor. Also das, was hier wahrgenommen wird, dass er eben undurchsichtig ist und die Gefühle nicht zeigen kann und vielleicht aber auch sehr mit seinen Worten sehr scharf ist, kann natürlich auch sein, liegt daran, dass er selber nicht weiß, was los ist. Ja, er möchte eigentlich in die Verbindung hier reingehen, aber er hat eben noch was aufzuarbeiten. Er ist nicht im Gleichgewicht. Und deswegen kann er auch nicht gerecht in dieser Verbindung agieren, ja, und auch nicht ehrlich. Ah nee, das ist ja die 5 der Schwerter. Sorry, ich dachte, es wäre die 7 der Schwerter. Deswegen ist er im inneren Kampf. Er ist tatsächlich im inneren Kampf. Er ist so sehr im inneren Kampf, dass er eben die Gefühle nicht zeigen kann. Und das wird letztendlich hier auch wieder gespiegelt in der Wahrnehmung. Wobei die Wahrnehmung jetzt von der Seite ist, dass er rausgehen möchte aus der Verbindung, ja.
Vielleicht nimmt er aber auch wahr, dass er in einem tiefen inneren Prozess ist und in die Transformation kommt. Das kann natürlich auch sein. Das lasse ich jetzt mal offen, wie du das siehst. Wenn du jetzt zum Beispiel A bist, es kann sein, dass B so wahrgenommen wird, dass er eben rausgehen möchte aus der Verbindung, aber gleichzeitig eben auch so wahrgenommen wird, dass er in einer tiefen Transformation steckt. Er aber eben die Gefühle nicht zeigt und er vielleicht ein bisschen scharfzüngig ist, ein bisschen ungerecht dem A gegenüber, was Worte betrifft, ne? Mit Worten ist er anscheinend eher nicht so nett, könnte sein, ja? Wird er wahrgenommen. So, und das liegt aber eben daran, dass er eben tatsächlich noch was Altes aufzuarbeiten hat, mit dem er sich sehr schwer tut. Er aber anscheinend Gefühle schon hat, die er auch mit dir in die irdische Welt leben möchte, mit den Münzen, ja. Das ist eine traurige Geschichte hier ein bisschen. Wir haben hier die Vier der Münzen und wir haben das Ass der Schwerter. Und das liegt auch noch genau hier bei dem Selbstbetrug. Also, es ist jetzt wichtig, in der Verbindung Toughness zu reden. Wirklich auch rausgehen aus der. Aus dem Herumeiern. Ihr eiert eigentlich beide rum. Du eierst, also A eiert rum, weil er einfach auch nicht die Möglichkeit hat, klar, obwohl er drückt sich ja relativ klar aus. B eiert rum, ja, und B braucht Klarheit. Und vielleicht hält man tatsächlich noch an etwas fest und kann deswegen nicht raus und die Verbindung leben. Also die Verbindung ist an einem kritischen Punkt, würde ich mal sagen, ja. Das kann aber auch schon bereits eine Verbindung sein, die auch gelebt wird, glaube ich. Sie ist an einem kritischen Punkt, wo eben herumgeeiert wird von einer Seite, nicht klar ausgesprochen wird, was Sache ist, trotzdem aber festgehalten wird an etwas, was vielleicht auch nicht mehr gültig ist, ja, was auch innerhalb der Verbindung sein kann. Das ist diese Person hier. Die kann irgendwas nicht, die ist im tiefsten inneren Gefühlschaosprozess, sage ich mal, Gefühlschaos und Karussellprozess, zeigt es aber im Äußeren nicht wirklich. Der Ritter der Schwerter ist einer, der wirkt im Außen dann klar und ist aber innerlich total aufgewühlt. Und so nimmt, ja, das könnte natürlich auch die Wahrnehmung sein, ne? Das ist echt krass. So, wir haben hier den Saturn mit dem Skorpion, ja, das ist so ein bisschen die Energie hier, würde ich fast sagen. Rebellion, den Mars mit dem Wassermann und Flirtation, die Venus mit dem Schützen. Also hier möchte Leichtigkeit rein, hier möchte auf alle Fälle Leichtigkeit rein mit dem Schützen, ja, und Gefühl und vielleicht solltest A, der ja relativ cool drauf ist, ne, zu der Verbindung gegenüber, vielleicht sollte er ein bisschen mit leichtem, flirtigem Spirit mit diesem Menschen agieren, damit er aus seiner Schwere kommt, weil das ist die Schwere von diesem Menschen hier, der Saturn und Skorpion und hier steht auch Erbe. Also es bezieht sich natürlich jetzt auf ein materielles Erbe, aber vielleicht trägt er noch was in sich, was dazu führt, dass er die Gefühle eben nicht zeigen kann, ja. Und wir haben hier eben den Mars mit dem Wassermann, was so ein bisschen sagt, ja, man sollte jetzt vielleicht wirklich wagen, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Ritter der Schwerter, die Rebellion. Jetzt wirklich auch, ja, Toughness reden. Toughness. Das kann aber im Prinzip nur der A. Außer du bist jetzt B. Wenn du B bist, dann rate ich dir jetzt mal in die Puschen zu kommen, das Ganze ein bisschen spielerisch zu nehmen, deine Gefühle zu zeigen und jetzt auch rauszugehen. Wenn du A bist, rate ich dir, das Ganze spielerisch leicht anzugehen, damit die Schwere bei B rauskommt. Also sehr spielerisch und sehr leicht. Ja, nicht verbissen, nicht wie der Ritter der Schwerter, bum, 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 sondern leicht, frei, spielerisch und auch
Seicht, seicht ist auch ganz wichtig. Obwohl die Rebellion mir so ein bisschen sagt, vielleicht auch mal ein Wort reinwerfen. Hey, vielleicht auch mal ganz ehrlich sein und sagen, hey, ich weiß genau, was mit dir los ist und das. Dann wird er sich wahrscheinlich aber noch mehr zurückziehen, B. Aber vielleicht macht das was mit ihm, weil er ist vielleicht tatsächlich wirklich im Transformationsprozess, ne? Also es ist jetzt hier eine sehr schwierige Situation, die zu handeln, wenn man A ist. Wenn man B ist, dann rate ich dir, Babe, komm in die Pushen. Komm in die Pushen, wenn du das willst. Wenn du das willst, ja. Ganz wichtig. Auch bei A, wenn du das willst. Wenn du das nicht willst, weil das eine unheimliche Schwere hier hat auf der Seite, dann geh raus aus dem Spiel, ja. Dann such dir ein anderes Flirtobjekt, ja. Also das ist jetzt deine Entscheidung. Okay, das ist die Legung. Du darfst jetzt bitte reinspüren, ob das deine Energie ist, ja, das ist ganz wichtig. Oder auch deine Situation, dein Gegenüber, deine Verbindung. Wenn es deine Verbindung ist, dann freue ich mich natürlich und hoffe, dass ich dir ein bisschen Input geben konnte. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, wenn du noch eine private Lesung haben möchtest von mir, darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema, und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ja? Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss!